So. Jetzt sagt man natürlich noch, er soll Karotten anbauen. Jawohl. Ein Farmer kann immer drei Felder. Jetzt bellt hier Sunny rum. Rüben machen wir auch noch, ja. Also immer eins dazwischen frei, würde ich sagen. Und Kürbisse. Also ihr Bauer schafft drei Felder. Das kriegt er hin. Die bauen jetzt hier fleißig. Und er hat natürlich hier die Aufträge jetzt automatisch bekommen. Ne, alles, was benötigt wird, zu bauen. Und je mehr der jetzt davon baut, umso höher levelt er. Zum Beispiel ihr Holzschwert wäre echt gut, weil ich möchte möglichst schnell jemanden haben, der uns verteidigen kann. Schreiner ist schon ein Level aufgestiegen. Hey. Dann gucken wir mal kurz. Erstmal ein Schwert. Das setze ich jetzt mal ganz nach oben, weil das soll er jetzt erstmal machen. Ich möchte unbedingt einen haben, der verteidigt. Konnte ich hier noch ein Schild machen? Ja. Auch diesen setzen wir erstmal nach oben. Auch diesen setzen wir erstmal nach oben. Ein grauhaariger Reisender erscheint. Hier haben wir die Mitteilung, ne? Da gucken wir hin. Neulinge, Lobezit. Hier ist etwas für den Einstieg. Mörbuli Heads. Okay. Zwei Hasentierfleisch, ein Korb mit Mais, ein Korb mit Beeren. Dankeschön. Das ist sehr freundlich von dir. So, jetzt haben wir schon mal das Schwert. Jetzt können wir den ersten gleich. Gut. Jetzt gucken wir, wer war das? Du warst nicht. Sie wollte unbedingt zum Ritter werden. Heißt, sie geht jetzt schon mal in Richtung Militär. Sie wird uns verteidigen. Ah, ein Schild gibt es auch schon. Ich weiß nicht, ob sie ein Schild jetzt schon nimmt oder. Lalala. Und schon haben wir einen Soldaten. Und sie nimmt den Schild auch gleich noch. Perfekt. Schon ist sie ausgerüstet. Super. Du bewachst dieses Gebiet hier. Na, das Gebiet. Ihr seht schon, na, das sieht man hier ganz gut. Sobald jetzt ein Gegner in diesen Bereich reingeht, wird sie quasi getriggert und greift an. Ich gucke gerade schon mal hier, ob irgendwo. Okay, in dem Wald sehe ich nichts, ne? Wenn hier irgendwelche Feinde kommen, sehe ich da gar nichts. Na gut. Also so schnell sollten die Feinde jetzt aber nicht kommen. Die geben uns ja schon erstmal eine Chance, ein bisschen Ruhe reinzukriegen, hoffe ich doch. Wir können es jetzt schneller machen, ein bisschen. Aber dann kann das schnell passieren, dass man hier ein bisschen durcheinander kommt. Das geht ganz fix. Na, hier unten sind sie schon fast fertig. Die Treppe ist auch schon gebaut. Zweite Etage. Huhu. Eine kleine Essensecke kriegen sie auch. Schon mal. Die essen aber auf dem Fußboden. Aber das macht die Moral ein bisschen, ne? Das ist nicht unbedingt so gut. So, da ist schon ein Level aufgestiegen jetzt, ne? Jetzt können wir die jetzt schon einen Weber machen. Oder Kisten und lagern das schon alles ein. Das sollten wir erstmal machen. Wir lassen mal dauerhaft, dass immer dauerhaft so 10 Schwerter da sind. Oder machen wir 5. Machen wir erstmal 5. Am Anfang nicht gleich übertreiben. Dass immer 5 Schwerter da sind. Auf Vorrat hier im Lager. Ne? Dass wir jederzeit. Da können wir auch nochmal eins herstellen. Dass wir jederzeit zum Beispiel was verkaufen können. Beziehungsweise. Dass wir. Oh, ist ja schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Seht ihr, das geht nämlich ja ganz schnell. Steinmetzmeißel. Da brauchen wir noch Stein. Noch eine Harke. Ja. Kräuterstab, da brauchen wir Blumen. Wenn die das Haus fertig haben, lassen wir die mal in den Untergrund gehen. Da können die schon mal ein bisschen was einsammeln. Aber das sieht auch sehr schön aus. Ne? Das ist schon sehr schön gemacht. Die wartet jetzt hier. Die hat ja nichts zu tun. Die muss ja bloß aufpassen. Aber es ist ja alles ganz ruhig. Wir tun mal hier ein bisschen vorspulen. Wenn Eindringlinge erscheinen, dann kriege ich das schon recht schnell mit. Wie soll das mal das Haus bauen? Die Betten stehen sogar schon da, also die schlafen könnten sie sogar schon, wenn sie das dann wollen. Das ist natürlich super. Na, da gibt es noch was essen hier, habt ihr das gesehen hier? Da hast du jetzt einen Teller geschnappt, ein paar Früchte und isst die jetzt erstmal. Die essen alle, gucke. Jetzt essen sie alle erstmal. Schön. Der Hutsch, oder was, der Farmer? Das ist gut. Das ist gut. Erstmal können sie jetzt dann schlafen. Dann 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben 7 Stück und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5,
7 Betten. Na, das ist da erstmal okay. Für den Anfang, also ich benutze diese vorgefertigten Häuser nicht unbedingt gerne. Ich mache es ab und zu mal, kann man das ja mal machen, aber ich baue die ganz ehrlich gerne selber. Ich design die gerne selber. Wir werden hier hinten rein dann vielleicht auch noch ein Lager setzen für Lebensmittel und Co. Vielleicht nur für Lebensmittel, mal gucken. Da ist natürlich die Frage, wo gehen wir in den Berg? Direkt hier oder vielleicht hier? Mal gucken. Das kriegen wir auch noch hin. Ah, jetzt wird Feuer angemacht. Pop, mit einem Stück Holz natürlich. So, jetzt bauen sie erstmal hier weiter. Wenn Clay irgendwie kommt, Eindringlinge, dann muss ich sofort anhalten. Und klar, erstmal gucken, wo wie was. Hoffentlich kommt nichts zu Heftiges. Gleich zu Anfang, das wäre echt böse. Da hinten. Weiß ich nicht, ne, keine Ahnung. So. Fleißig gebaut. Die Fenster werden gleich reingesetzt. Der Schreiner schreinert schon, das ist gut. Kann der eigentlich schon seine größere Werkbank bauen? Kann er. Die kann er erstmal bauen. Da kann er dann größere Sachen umbauen. Ist mit Waren zum Verkauf eingetroffen. Was hast du denn? Wir haben nur 10 Gold, also insofern, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich noch nicht. Komm wieder, komm später wieder. Jetzt gehen die erstmal schlafen. Na, die bauen schon weiter und die schlafen eine Weile. Das ist natürlich gut. Können Sie es mal so angucken. Na, jetzt bauen Sie das Gerüst erstmal weiter hoch, dass Sie überall hinkommen. Jetzt hat er ein Bettchen da reingesetzt. Achso, das fehlt noch hier. Okay. Hier haben wir sogar ein bisschen Gold. 10 Goldmünzen. Hey! Und die Sonne geht auf. Ein neuer Tag bricht an. Ach, wie schön. Na, dann baut man das Haus noch fertig, Leute. Oh, guck mal, der Bauer baut an. Ja, es wächst auch schon schön. Da haben wir schon mal unsere Lebensmittelversorgung gesichert. Ich könnte natürlich noch ihn abstellen. Zur Farmerin und zum Farmer. Ein erstes verpasst tägliches Update. Einwanderungsbericht, Tag 2. Sunshine Village, Bevölkerung 7. Nächster Hördling erfordert. So, immer wenn wir das erfüllt haben, kommt ein neuer Hördling zu uns. Ein neuer Siedler würde gern deine Stadt beitreten. Jawohl! New Umbro. Ach, ein Mädchen, okay. Nia Umbro. Ist unsere Stadt beigetreten. Sind wir schon zu 8. Wow, es geht recht schnell, wenn man es so sieht. Jetzt gucken wir erstmal unseren Nia Umbro an. Herz für Handwerk, Herz des Handwerkers. Liebt es, Sachen für andere herzustellen. Wenn er sie nicht mindestens eine Sache am Tag herstellt, ist der Tag für sie verschwendet. Oh, dann wäre es also auch gut, wenn wir sie... Okay. Warum steht da oben jetzt eine Gemüsekiste? Ich habe keine Ahnung, warum da eine Gemüsekiste steht. Wir können noch den Steg dann ins Wasser vielleicht machen. Mal gucken. So, die bauen jetzt schon hier ab. Ne, die bauen die Gerüste ab. Aber an sich ist es fertig. Die Türen fehlen noch. Die Türen fehlen noch. Fenster sind schon drinnen. Also eigentlich alles okay. Die Stühle kommen jetzt auch schon hier hoch. Dann können wir schon mit Bergbau dann anfangen. Tunnel. Gehen wir direkt hier einen Berg einfach. So, das können die dann mal machen, wenn die Zeit finden. Ich gucke immer so leicht in die Wälder. So, der stellt auch schon die Schwertchen her. Also nichts anderes. Zum Herstellen? Achso. Okay, jetzt macht er das Schild. Schreiner Level 3 schon. Nice.
Also das Haus ist gleich fertig. Die Türen sind schon drin. Hier oben fehlt noch eine Tür. Haben wir eine Tür zu wenig? Bau mal noch eine Tür. Bau mal noch eine Tür. Sind sie schon in den Berg reingemacht? Jetzt machen sie in den Berg rein. Okay. Jetzt kommt das. Gut. Sie können auch gleich mal hier wieder, ne, wieder ein bisschen abformen. Geht schon. Jetzt haben wir 8 Hartlinge. Oder machen wir jetzt erstmal noch einen Soldaten? Hätten wir denn die markant weg? Die hier ist so ein bisschen. Hat aber nicht viel Leben. Der hier hat viel Leben. Da machen wir noch einen Soldaten draus. Einfach, dass wir, ne, ein bisschen Verteidigung haben. Ich, ne, da auch ein bisschen Bammel. So, haben wir 2 Soldaten. Gut. Dann ist ein Fuchs. Da ist ein Fuchs. Ein Fuchs ist ganz lieb. Ein Fuchs ist nicht schlimm. Okay. Ne, ist alles okay. Dann werden wir uns dann gleich nochmal ein Lager machen. Na, die oben, da essen sie jetzt schon. Reicht natürlich nicht so richtig aus, ne? Wir gehen wieder auf normale Geschwindigkeit. Hier aus können wir dann direkt Zeug setzen. Wir setzen mal direkt hier das noch hin. Gut, ich würde sagen, wir lassen mal was produzieren, und zwar wo haben wir's? Ein Tisch. Und 2 Stühle. Und, was wir jetzt auch produzieren können, wo ist es? Hier. Wandgebundene Laternen. Da machen wir mal so 5 Stück vielleicht. Das wäre nicht schlecht, dass wir Licht reinkriegen, ne? Als erstes kleines Hütchen. Das ist doch ganz schön. Ein Händler näher zu eurer Stadt. Ein Händler näher zu eurer Stadt. Hallo Sunshine Village. Ich bin zwar gerade auf der Durchreise, aber ich wäre bereit, 1 oder 2 Handel zu machen. Wenn ihr interessiert seid, wenn ihr mir 7 Holzschwerter macht, werde ich in 2 Tagen zurückkommen und werde euch 8 Stoffballen. Ja, das akzeptieren wir. Kollege. Mach erstmal die Holzschwerter, dass die fertig sind. Geht mal jetzt bitte hier in den Berg rein. Ja, geht mal in den Berg rein. Komm. Ein Stückel muss noch, sonst sehe ich das dann nicht, wenn ich Röntgen mache. Also Schwerter haben wir jetzt schon da, das ist schon mal gut. Hier wird die Bäume gefällt, schön. Da können wir hinten ein Lager. Habe ich eigentlich von meiner anderen Welt das Lager, was ich selber designt habe? Ja, das ist da. Oh, wie cool. Das habe ich aus meiner anderen Welt, habe ich das halt designt. Und das ist jetzt hier mit drinne. Das ist zum Beispiel hier ein ganz, ganz einfaches Lagerhaus. Also wirklich ganz einfach, ne? Kein Schnickschnack, ganz einfach. Das könnte man hier schön hinsetzen, ne? Für so kleine Lagermöglichkeiten. Und ich habe noch so ein Lebensmittellager, das habe ich mir. Wartet. Ja, das hat hier 2 Eingänge. Einmal da, einmal da. Da könnte man auch hier hinten so reinsetzen, ne? Wäre auch nicht schlecht. So, hat man so 2 Eingänge. Fände ich auch ganz schön eigentlich, ne? Können wir dann später mal machen. Doppelte Wohnung habe ich hier auch mal. Das ist dann so ein bisschen hoch. Da ist zum Beispiel unten die Schneiderin für Kräuter und so. So gedacht, wäre ich auch ganz cool. Ne? Können wir auch hier irgendwo hinsetzen. Hier so.
dass man es hier noch so hinmacht, als Wasser hier so. Wäre ganz schön, ne? Fände ich auch ganz schön. Könnte man auch mal machen. Aber ich kann mal sichern. Wohnhaus. Wohnhaus. So. Tägliches Update. Ah, leider reicht unser Stadtwert noch nicht aus, um jemand Neues herzulocken. Schade. Ich guck gerade in den Wald rein. So, jetzt gehen wir mal einen Röntgenblick. So, jetzt haben wir hier nämlich angefangen. Ich würde gerne so schnell wie möglich da tiefer kommen. Wir gehen mal hier noch ein Stück rein. Warte mal. So, ein kleines Stück noch. Können wir schnell herkommen und das bauen? Bitte? Ja, da sind sie schon da. Schön. Dann gehen wir nach unten. Ja, schon der erste kleine Stein. Da können wir jetzt übrigens, wenn ich das gerade so sehe, er kann dann jetzt mit diesem Stein das Steinmetzwerkzeug herstellen. Noch ist der Stein hier eingesammelt, das heißt, es zählt noch nicht so, ne? Jetzt müsste eigentlich gleich zählen, der Stein. So, da gehen wir ein bisschen runter. Hallo, Leute? Ah, da. Ah, sie kommen jetzt nicht mehr da rein. Ah, können wir noch eins runtergehen? Wir müssen natürlich jetzt allerdings kleine Leiter bauen, damit wir wieder rauskommen, sonst kommen wir nämlich nicht raus. Und der Ebene hier können wir zum Beispiel vorwiegend, ich sag mal vorwiegend, so, vorwiegend Lehm und so finden. Und hier unten jetzt, wo wir schon sind, in der Steinschicht, da können wir allerdings natürlich Stein und richtige Erze finden. Und da will ich hin. Ne, zu dieser Ebene möchte ich. Wie sieht es mit unserem kleinen Hardling aus? Weißt du was? Dann gehst du farmen. Die geht farmen, dann können wir nämlich auch hier das gleich mal noch ein bisschen. Bop. Oh, und schon haben wir was. Fahren wir Level 1. Jetzt können wir hier Glockenblumen anbauen. Die brauchen wir dann auch für Tränke und alles. Das ist alles recht wichtig. Eisblumen. Jawohl. Und dann noch Seidenpflanze. Zack. Na, jetzt sind sie zu zweit, haben sie die doppelte Menge. Schaffen die jetzt. Das geht. Zwei Soldatinnen stehen parat. Ich guck mal kurz hier rum. Ich habe mich nur gefragt, wann es losgeht. Von hier hinten kommen sie. Kleine Baumlinge. Kleine Baumlinge. Kleine hinterhältige Baumlinge greifen uns an. Aus den Wäldern. Natürlich. Bup. Und jetzt lösen wir den Alarm aus. Das heißt, alle Bewohner, deine Härtlinge suchen wachsam nach Eindringlingen. Nicht kämpfende Härtlinge werden zu den Schutzpunkten rennen. Und der Schutzpunkt ist dieses Feuer. Ja, die rennen jetzt alle zu dem Feuer, oder? Ich tu mal Play. Ja, jetzt rennen die sofort alle zu dem Feuer und die zwei Soldaten natürlich gehen direkt auf Angriff. Macht sie fertig, Freunde. Haltet sie von unserer Siedlung fern. Bekämpft sie. Da fällt mir gerade ein, ich will ganz schnell jetzt nochmal hier so ein Kräuterli bauen. Weil wir brauchen dann auch schnell Tränke und so, dass sie sich healen können, ne? Und Verbände und so. Das ist natürlich ganz wichtig. Den Alarm können wir schon mal aufheben. So, bloß noch der eine. Na, die können schon mal wieder anfangen. Super. Jetzt holen sie sich gleich mal was zu essen. Klar.
Die lassen wir mal hier stehen, hier positioniert so. Ich hoffe, dass sie es nicht von da drüben noch angreifen. Die essen jetzt erstmal was, die haben jetzt Hunger, die zwei. Klar, haben gekämpft, ne? Das ist klar. Ich sehe da nichts. Also manchmal bilden sich auch richtige Lager in unserer Nähe dann. Von Gegnern. Von irgendwelchen Monstern, Goblins, Untote und hast du nicht gesehen. Auch mit großen Lootkisten, die man dann natürlich erobern kann, was ziemlich gut ist. Aber ich würde sagen, leider kann ich jetzt nicht weiter aufnehmen. Es gibt demnächst wieder ein paar Folgen, ne? Ich werde das immer so sporadisch mal aufnehmen, wenn ich so Bock drauf habe, das Spiel. Und ich habe zurzeit auch sehr Lust auf das Spiel. Das wechselt sich mit Battlegrounds und Minecraft immer so ein bisschen ab. Ja. Also würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.